Je schleißiger die Leistung einer Regierung, je desaströser die Umfragen, je größer der Hass eines Volkes auf eine schwache Führung, je weniger Wohlstand für alle, umso größer die Sorgen über die Zukunft, umso mehr Posten für die größten Pfosten eines Landes. Das ist die gute alte Formel, der unverbrüchliche Grundsatz des linken Nepotismus, der Vetternwirtschaft, des Parteienproporzes, der in Deutschland nach Jahrzehnten wieder seine große Auferstehung feiert. Ja, der alte Postenschacher ist wieder da. Postenfest in Berlin ist daher angesagt. Und jene, die bei der Verteilung des Hirns vor Gott in der letzten Reihe standen, also die dunkelsten Kerzen auf der Torte, schreien hier und bekommen aus Dank für soldatische Parteitreue einen fetten Job, 100.000 Euro im Jahr, Sekretärin, einen Redenschreiber, eine eigene Klofrau, vielleicht einen Vorkoster, aber zumindest Fahrer und große Büros. Je mehr Arbeitslose eine Regierung produziert, je mehr sie die Wirtschaft und die Bürger schädigt, je größer die Inflation ist, umso dankbarer sind die Regierenden ihren letzten Getreuen, dem gusseisernen Bestand kaputter Parteien. Denn wenn schon das Volk nicht mehr zufrieden ist, muss man eben die Parteifunktionäre auf Steuerzahlerskosten befriedigen, den renitenten Parteiapparat ruhig stellen. Und was eignet sich hier besser als Privilegien, Gehälter und Proporz? Daher gönnt sich die deutsche Regierung 37 parlamentarische Staatssekretäre, 42 Regierungsbeauftragte und das zu den 16 Ministern mit ihren dutzenden unnötigen Mitarbeitern, sprich den intellektuellen Stützrädern in den Büros von Berlin. Auch Erich und Margot Honecker sollen die letzten Monate ihrer Regentschaft am meisten Mitarbeiter gehabt haben. Und jeder Megapleit fährt zur Konkursverhandlung mit dem neuesten Rolls Royce. Daher bekommt nun, weil Deutschland de facto am Ende ist, jeder Minderqualifizierte, Minderbemittelte, Minderbeleuchtete, Minderbegabte, aber dafür in der Wolle gefärbte Parteisoldat, wenngleich auch ohne Vernunft und Hausverstand, einen Top-Job. Nicht die Besten bekommen die Posten, sondern eben die größten Pfosten Deutschlands, die wohldotierten Funktionen in Berlin. Versorgungszeit ist eben und die Sozialistinnen, die Grüninnen und die vorgeblich Liberalen schauen in der allgemein vorherrschenden Götterdämmerung noch schnell den einen oder anderen auf Dauer im System unterzubringen. Die Maden im Speck. Durchgefüttert werden sie die nächsten Jahre. Von wem? Vom Steuerzahler, der Melkkoordination, den nur die dümmsten Kälber füttern, bekanntlich ihre Schlechter selber.